Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Ich bin heute mal wieder auf einem Roadtrip und zwar bin ich in Frankfurt gelandet. Also jetzt nicht unbedingt, weil ich Frankfurt so toll finde. Ich habe in Staus gesteckt, Straßen waren verschwunden. So halt der übliche Wahnsinn auf deutschen Straßen. Aber ich bin hier hingefahren und habe gedacht, hey, da war mal was. Die Sendung Nummer 50. Wer war da zu Gast? Ja, und wenn du jetzt überlegst, wer war in der 50. in der Jubiläumsshow zu Gast? Weißt du nicht? Dann verrät das uns. Hallo, ich bin's, Christian. Christian Andersen. Christian, verrat uns oder Leuten, die die 50. Folge nicht gehört haben. Wer bist du? Was machst du? Und ich kann so viel verraten. Mitsubishi spielt eine große Rolle. Ja, genau. Also ich bin auch verantwortlich für Mitsubishi als General Manager Marketing und PR. Und ja, ich glaube, deswegen bist du auch leider nicht meinetwegen, sondern wegen eines besonderen Autos zu uns gekommen. Kann das sein? Also zum einen wollte ich immer noch die Geburtstagstorte abholen, aber ich sehe, die ist wieder nicht da. Aber dafür sehe ich was anderes. Genau, da steht nämlich drauf ASX. Es gibt ein neues Auto. Ja, es gibt einen neuen ASX. Den ASX, den gibt's ja schon lange. Den haben wir 2021 auslaufen lassen, das letzte Modell. Und jetzt kommt er aber wieder. Im März nächsten Jahres können wir wieder einen ASX in Deutschland kaufen. Also hier stehen jetzt, du kannst es nicht sehen, aber ich versuch's dir mal zu erklären, hier stehen jetzt drei Autos. Einer in einem, ja, richtig coolen Uni-Blau, dunkelblau-grau, einer in einem klassischen Silber und einer in Weiß. Alle riesige Räder drauf. Ich würde jetzt mal sagen, Kompakt-SUVs, irgendwie so in der 4 Meter und ein bisschen Klasse. Was habe ich vergessen? Was soll ich da noch groß ergänzen? Du hast absolut recht. Kompaktklasse, 4,23 Meter, um genau zu sein, ist das Auto. Ja, SUV, wendig, fühlt sich sowohl in der Stadt sehr wohl, weil er eben extrem wendig ist, aber auch draußen auf dem Land. Was kann er? Also Mitsubishi ist ja dafür bekannt, wirklich Autos zu bauen, die auch eine Menge dem Kunden geben für einen fairen Preis. Wird der neue ASX das auch können? Also Thorsten, die Frage meinst du jetzt nicht ernst? Nein, doch! Natürlich, selbstverständlich. Alles neu, vielleicht sagst du jetzt nein, der ist teuer und kann nichts. Ja, genau richtig, da wäre ich hier genau der Richtige, Thorsten. Nee, du hast aber schon gesagt, also 5 Jahre Garantie bieten wir auf unsere Fahrzeuge, natürlich auch auf den ASX. Und der ASX, der neue, das ist auch neu, der hat 5 verschiedene Motoren. Also wir bieten ihn an mit einem als Einstieg 3-Zylinder, 1-Liter Turbo, 6-Gang-Getriebe. Ja, 3-Zylinder-Turbo. Also bei uns erstmalig, ja, dass wir dann den Turbo drin haben, 6-Gang-Getriebe. Dann haben wir 1,3 Liter Mild-Hybrid, sowohl als Handschalter, 6-Gang, aber auch 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Dann steigen wir auf 1,6 Liter. Da haben wir dann eben einen Vollhybrid und ein Plug-in-Hybrid, auch 1,6 Liter. Das heißt, wir haben wirklich eine komplette Motorenpalette bei dem ASX. Also, das heißt, Plug-in-Hybrid, Mitsubishi steht dafür. Eclipse Cross, müssen wir nicht drüber reden, ein Riesenerfolgsauto bislang. Ich glaube, auch in Zukunft wird das einer bleiben, den sich die Menschen leisten, die sagen, ja, elektrisch will ich schon ein Stück fahren, aber so ganz weiß ich nicht oder ich habe Angst, dass ich irgendwo liegen bleibe. Also ich habe immer noch einen Benzinmotor an Bord und kann immer noch weiterfahren. Und das kann der ASX demnächst auch. Genau, richtig. Mit dem neuen ASX kommst du auch bis zu 49 Kilometer rein elektrisch. Das ist natürlich interessant, wenn man weiß, dass der Durchschnittsdeutsche ungefähr 40 Kilometer am Tag gesamt fährt. So, das heißt 49 Kilometer, dann kommst du da bestimmt die ganze Strecke rein elektrisch voran. Naja gut, und es ist ja auch so, muss man ganz ehrlich sagen, die Ladestruktur wird ja auch immer besser. Bei vielen Unternehmen ist es ja auch so, dass die Mitarbeiter dort wirklich kostenlos auch ihre Autos laden können. Also von daher. Ja, genau. Also das sehen wir auch. Nicht jeder, und das wissen wir, nicht jeder kann zu Hause laden. Das ist so. Aber wir sehen eben auch, die Ladeinfrastruktur verbessert sich immer mehr. Und was du gerade eben gesagt hast, immer mehr Arbeitgeber bieten das eben auch an. Ich weiß, Mitsubishi macht das auch. Ja, selbstverständlich. Über 64 Ladepunkte bei uns direkt in Friedberg. Also deswegen glaube ich schon, dass das für viele Leute auch bei den Spritpreisen auch wirklich zu überlegen ist. Naja gut, Spritpreis ist das eine, aber das Thema Umwelt wollen wir auch nicht außen vor lassen. Das auf jeden Fall. Und dennoch auch da, ich glaube, viele Leute in den Zeiten müssen noch mehr über das Geld nachdenken. Ja? Und natürlich Umwelt, aber auch der Geldbeutel. Du sagst, Menschen müssen über Geld nachdenken. Ja, Auto ist ja so eine Anschaffung, das ist ja so nach dem Haus- oder Wohnungskauf das zweiteuerste, was man eigentlich in seinem Leben immer so kauft. Ja. So, jetzt entscheide ich mich, ich muss ein neues Auto haben. Sag mir mal, warum muss ich beim ASX-Einstiegsmodell stehen bleiben und überlegen, ob ich ihn mir kaufe?
Da musst du nicht überlegen. Du musst einfach nehmen. Weil ja, das sagst du, aber sag mal ein Argument, wenn ich so viel Geld ausgeben muss. Wir wissen ja noch nicht genau, was er kosten wird. Also Basis, ich bin jetzt etwas Basis, weil das Auto hat als Basis eine Rückfahrkamera, es hat BLED, es hat ein Auffahrwarnsystem mit Fußgänger- und Fahrraderkennung, es hat Android und Apple CarPlay, Verkehrszeichenerkennung, das alles ist in der Basisausstattung schon drin. Und 5 Jahre Garantie. Und 5 Jahre Garantie. Richtig. Ich habe irgendwie mal gehört, Leute fahren ihr Auto, also wenn sie es kaufen, irgendwie so um die 8 Jahre. Das heißt, wenn ich dieses Auto nach diesem Durchschnittswert kaufen würde, dann wäre ich ja weit über die Hälfte schon damit ja ohne Probleme unterwegs. Ja, also 8 Jahre, hast du recht, das hat sich aber sogar noch weiterentwickelt. Das ist mittlerweile bei fast 10,5 Jahren. Und wie du sagst, die meisten von unseren Kunden, die sich Mitsubishi kaufen, sind auch Privatkunden. Und für die ist das super wichtig, dass die auch ein Auto haben, wo sie wissen, dass bleibt mir auch lange treu und ich bleibe dann im Auto auch lange treu. Und 5 Jahre Garantie ist dann auch nochmal ungefähr die Hälfte durchschnittlichen Haltedauer. Da sage ich auch, wow, das ist ja auch ein Argument. Das ist ja auch so in allen Pannenstatistiken oder so. Mitsubishi ist da immer ganz weit hinten. Das sind ja so die beliebtesten Plätze, da auch mal in der Pannenstatistik weit hinten zu sein. Ja, absolut. Also da freut uns dann auch absolut, wenn wir dann hinten die rote Laterne tragen. Das soll der neue ASX natürlich auch können. Darum 5 Jahre Garantie. Beim Plug-in habe ich gelesen, gibt es sogar noch mehr Garantie? Ja, beim Plug-in-Hybrid, da bieten wir 8 Jahre auf die Batterie bis 160.000 Kilometern. Ja, jetzt wird der eine oder andere Skeptiker sitzen und sagen, ja, das ist ja alles schön und toll, dass du da 8 Jahre drauf gibst. Aber was nützt mir das, wenn die irgendwie nach 5 Jahren nur noch, keine Ahnung, 50% hat? Weil diese Batterien, die verlieren ja ganz viel an Kapazität und dann stehe ich da und dann kann ich nichts mehr mitmachen. Dann kommt Christian. Ja, dann sage ich, nein, das ist so nicht. Also wir werden ausreichend, ist da noch Spannung drauf, auch nach diesen 8 Jahren. Genau das ist eben das, was wir auch garantieren. Und soll das nicht eingehalten werden, ja, dann ist eben garantievoll. Also wirklich, wenn du jetzt sagst, ja, viele erzählen können die ja. Nein, nach 8 Jahren, wenn die Batterie nicht mehr die Spannung hat, die sie haben muss, dann gibt es eine neue. Genau, dann ist ein Garantiefall. Fertig. Also man muss keine Angst haben, mit einem elektrischen Auto oder mit einem Plug-in-Hybriden zu fahren. Richtig, genau. Dafür geben wir die Garantie. Coole Sache. Wann steht er denn beim Händler? Wann kann ich ihn denn mal Probe fahren? Ab März 2023 ist der neue Mitsubishi ASX bei den Händlern und freut sich drauf, von ganz vielen Leuten Probe gefahren zu werden. Ja, das haben wir ja letztes Mal auch schon immer gesagt. Also die Mitsubishi-Händler freuen sich wirklich, wenn du auch mit den obskursten Fragen ankommst zum Thema Elektromobilität oder ähnliches. Die nehmen sich Zeit und man darf da ruhig hingehen und sagen, ich habe überhaupt keinen Plan davon, klärt mich mal auf. Das machen die. Ja, genau. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir... Doch, ich denke schon. Wir haben über das Wirkung und uns Versprechen das letzte Mal gesprochen. Und das hat immer noch Bestand, weil welche Folge produzierst du eigentlich gerade? Also ich glaube, es sind schon ein paar dazwischen gekommen. Und nur, was ich meine, nur weil wir immer drüber reden und drüber reden, gibt es noch ganz viele da draußen, die eben sich nicht jeden Tag mit diesem Thema auseinandersetzen. Und deswegen sagen wir, dass wir kümmern uns Versprechen, ist auch so wichtig. Sprich, du gehst zu dem Mitsubishi-Händler und dann sagst du, wow, was habt ihr hier für Angebote? Mild-Hybrid, Vollhybrid, Plug-in-Hybrid? Was ist das? Ja, dann wird das auch erstmal in Ruhe erklärt. Was ist der Vorteil und wie nutzt du denn dein Auto? Und dafür gibt es dann eine Empfehlung. Und wenn du dich, sagen wir mal, für einen Plug-in-Hybriden entschieden hast, dann heißt es, okay, hast du denn eine Möglichkeit zu Hause irgendwie zu laden? Ja, ich habe da irgendwo eine Wand. Okay, dann gibt es eine Wallbox. Wir haben die im Angebot. Und dann können wir dir auch helfen, komm, mit der Installation, da kennen wir jemanden, komm, Installationsservice. Und wenn du unterwegs bist, da haben wir eine Kooperation auch. Und da kriegst du dann einen Ladechip. Das heißt, und das finde ich super wichtig. Mit dem Ladechip weißt du, wenn du lädst, was du auch für die Kilowattstunde bezahlst. Ja, also nicht die Katze im Sack. Nee, eben, genau. Dann hast du eine Sicherheit. Du weißt, okay, kostet so ein X und zack, zack, egal wo du das Ding dann nutzt, zahlst du dann auch diesen Preis. Und das ist eben, dass wir kümmern uns versprechen. Also das gilt immer noch. Die Folge, ich habe eine dazu produziert mit Jörg Machalitzki. Ich packe dir den Link einfach mal in die Shownotes. Wenn du noch mal mehr zu wissen willst, einfach draufklicken und dann bist du im Bilde, weil die ist immer noch aktuell. Genau. So ist es. Ja, dann können wir nur sagen, also bitte erstmal drum kümmern, zum Mitsubishi-Händler gehen. Gibt auch andere coole Autos, nicht nur den ASX. Gibt es auch ein paar Folgen zu. Kannst du auch nochmal durchgucken, was wir da alles mal vorgestellt haben und mit welchen Autos auch man gut mit seinem Fahrrad unterwegs sein kann. Blätter dich einfach mal durch und ich würde dir dann nochmal den Link zur offiziellen Seite von Mitsubishi mit reinpacken. Und da kriegst du alle Infos zum ASX, sofern sie dann schon vorhanden sind. Und wenn irgendwann die Preise kommen, kannst du auch sehen. Sehen ist gut. Schade ist es, dass jetzt gerade nicht gesehen werden kann, wo wir zwei stehen. Verrat mal was. Also ich weiß,
es ist mitten in Frankfurt und ist mal irgendwie eine Disco gewesen oder so. Also ich kenne mich in Frankfurt nie aus. Okay, also Sven Väth, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und Sven Väth, da stehen wir gerade in seinem ehemaligen Cocoon Club in Frankfurt. Das ist der hier? Ich bin da nie drin gewesen. Genau, das ist der legendäre Cocoon Club von Sven Väth. Und er hat dieses Ding ja, also man kann es gerade nicht sehen, aber die ganzen Wände sind so Wabenstrukturen. Und der hat das ganze Ding hier nur nach der Akustik ausgerichtet. So, jetzt ist er nicht mehr Cocoon, jetzt heißt er anders, jetzt heißt er Zoom Club. Aber die Akustik und wenn wir vorhin das Auto hier reingefahren haben, das ist natürlich sensationell. Das knallt hier so richtig schön. Das ist schade, ja. Also ja, manchmal, also Podcast ist cool, manchmal ist Sehen auch noch cool. Was heißt das jetzt? Willst du mich wieder das nächste Mal hierhin einladen und wir machen wieder irgendeine tolle, coole Präsentation hier? Weißt du, was mir einfällt? Wir wollten doch noch eine Runde drehen mit dem Dakar-Auto von Jutta Kleinschmidt. Aber wie wäre das denn, wenn wir mit dem hier reinfahren? Nee, ich glaube, dann hätten wir ein Problem, weil ich weiß nicht, wie gut die Abgasanlage hier funktioniert. Aber stimmt, du hast absolut recht. Das müssen wir noch machen. Der nächste Frühling kommt. Ja, aber sowas von. Wir fahren erst mit dem ASX und dann fahren wir das Jutta-Auto. Genau, wir fahren mit dem ASX in die Sandgrube, wo der Pajero von Jutta Kleinschmidt schon auf uns wartet. Und dann lassen wir es da krachen. Ich freue mich auf März. Es wird ein super Podcast in dem Pajero, weil da können wir uns anbrüllen, wie wir wollen. Wir werden nichts hören. Super, das finde ich sensationell. Ich freue mich schon auf den März. Christian, vielen, vielen Dank dafür. Und ich sträuche jetzt hier nochmal so ein bisschen durch den Club und guck mal, was ich hier noch alles entdecke. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs Kommen, Thorsten, und bis zum nächsten Mal. So, und bevor ich mich hier im Zoom Club nochmal genauer umschaue, mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, will ich dir auf jeden Fall einen guten Start in das Jahr 2023 wünschen, denn das hier ist die letzte Folge des Jahres 2022. Ja, kaum zu glauben. Wir haben das Jahr schon rumgekriegt. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen richtig guten Start in das Jahr 2023, in ein gesundes, in ein hoffnungsvolles und vielleicht auch ein bisschen besseres Jahr als 2022. Ja, ich weiß, haben wir die letzten Jahre auch schon gesagt, aber irgendwann muss das ja mal klappen. Also, das war's für dieses Jahr und ich möchte am Schluss auch noch ganz einfach mal sagen, Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch, dass du uns ab und zu mal eine Mail schreibst mit irgendwelchen Fragen. Antworten wir gerne drauf, auch mit irgendwelchen Wünschen. Einfach mal Post an uns. Dann sage ich jetzt nur noch, guck mal in die Shownotes, denn da findest du alle versprochenen Links. Und wenn du in deiner App noch nicht auf den Abonnieren-Button gedrückt hast, dann guck mal, irgendwo gibt es da immer so einen Knopf, steht Abonnieren drauf. Wenn du da nämlich drauf drückst, dann kannst du dich darauf verlassen, dass im kommenden Jahr die nächste Folge automatisch in deiner App auftaucht. Und da werden wir über ein Auto reden, das elektrisch fährt. Mehr verrate ich noch nicht. Es ist ein wirklich cooles Auto. Aber um zu erfahren, welches das ist und wie es sich bei uns geschlagen hat, auf den Abonnieren-Button drücken und im kommenden Jahr ruckzuck ist die Folge in deiner App und dann hören wir uns wieder. Also, bis dahin, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Pass gut auf dich auf. Bis 2023. Adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.